Einen wunderschönen guten Abend zum Journal am Dienstag. Freut mich, dass Sie den Weg trotz des Schnees zu uns gefunden haben. Heute bei uns im Programm Neues vom Mordprozess in Berg und außerdem noch diese Themen. Neuanfang. Der Syrer Ferhat Yavish erzählt, wie er in Amzell angekommen ist. Außerdem Casting-Erfolg. Ein bekanntes Gesicht vom Häfler-Casting schafft es tatsächlich zu Deutschland sucht den Superstar. Heldenländle Teil 2. Ein Pole-Dance-Studio kämpft um Anerkennung auf dem Land und weitere Schneefälle. Es wird wieder kälter bei uns in der Region. Es ist noch nicht vorbei. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat das Ravensburger Urteil gegen einen 46-Jährigen aus Berg wegen Mordes an seiner Ehefrau teilweise wieder aufgehoben. Allerdings nur in einem Punkt, dem der besonderen Schwere der Schuld. Dieser Punkt wird seit heute Morgen am Landgericht Ravensburg noch einmal verhandelt. Rahel Krümmer berichtet. Die Revision des Angeklagten im sogenannten Berger Mordprozess war erfolgreich. Die zweite große Strafkammer des Landgerichts Ravensburg folgt heute dem Bundesgerichtshof und entscheidet, dass die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld entfällt. Die hatte der BGH nämlich aufgehoben und die Verhandlung an das Landgericht zurückverwiesen. Die Verurteilung wegen Mordes hatte der Bundesgerichtshof nicht in Frage gestellt. Deshalb wird heute auch nur die Schuldschwere neu verhandelt. Trotzdem schildert der Angeklagte am Vormittag noch mal ausführlich unter Tränen, was aus seiner Sicht passiert ist. Der Angeklagte hat natürlich das Recht, hier Angaben nochmals zur Sache zu machen. Das hat er ausgiebig genutzt, indem er nochmal seine Sicht der Dinge und nochmal den Tatablauf oder das ganze Tatgeschehen aus seiner Sicht geschildert hat. Eigentlich für die hier zu beurteilende Frage ist es irrelevant, weil ja die Feststellungen nicht aufgehoben worden sind, sondern er ist rechtskräftig verurteilt worden wegen eines Verbrechens des Mordes, sodass eigentlich diese erneute Einlassung keine Auswirkung hat. Der BGH sah zwei Wertungsfehler in der Urteilsbegründung der ersten großen Strafkammer des Landgerichts Ravensburg vom September 2017. Unter anderem sei die paranoide Persönlichkeitsstörung des Angeklagten beim Strafmaß zu wenig mit einbezogen worden. Zum gleichen Urteil kommt auch der Vorsitzende Richter Feiko Böhm in seiner Urteilsbegründung. Ohne die schwere Persönlichkeitsstörung des Angeklagten sei die Tat nicht vorstellbar. Die Wertungsfehler, wenn man sich den Beschluss durchliest, können sicherlich so auch gesehen werden. Es ist einerseits ein Wertungswiderspruch in dem Urteil, andererseits ein Begründungsmangel. Überraschend fällt heute Abend dann auch schon das Urteil. Und das bedeutet, der Angeklagte muss für mindestens 15 Jahre ins Gefängnis. Mit dem Schuldzusatz hätten es 2 bis 5 Jahre mehr sein können. Das winterliche Chaos in einigen süddeutschen Regionen, es ist noch nicht vorbei. Spätestens heute Nacht werde der Schneefall sich wieder intensivieren, sagen die Meteorologen. Wie genau, das erfahren Sie wie immer am Ende dieses Journals und zwar von Corinna Borau. Grund zur Freude auf jeden Fall für einige Schüler, denn in Lindau bleiben die Schulen mindestens bis morgen noch geschlossen. Wie es dann weitergeht, ist noch offen. Im württembergischen Allgäu ist die Situation durch den heftigen Wintereinbruch mancherorts schwierig, aber die Schulen bleiben überwiegend geöffnet. Auf einem Nebengleis der Bahnstrecke Leutkirch-Memmingen ist am Montag ein Unfall passiert. Ein mit Heizöl beladener Güterzugwaggon sprang aus dem Gleis. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Bundespolizei Konstanz gegen 7.30 Uhr bei Altmannshofen. Der Kesselwagen war der letzte eines Güterzugs. Als dieser auf die Hauptstrecke einfuhr, sprang der Waggon aus dem Gleis. Die Ursache ist noch unbekannt. Die Bahnstrecke Leutkirch-Memmingen war mehr als 3 Stunden gesperrt. Das Abstellgleis gehört nach Angaben der Deutschen Bahn nicht mehr zu ihrem Streckennetz. Eigentümer ist das Unternehmen Shell Deutschland, das bei Altmannshofen ein Tanklager unterhält. 5% mehr Passagiere als im Vorjahr. Über 540.000 Kunden nutzten den Bodensee Airport Friedrichshafen im Gesamtjahr 2018, der von 10 Airlines regelmäßig angeflogen wird. Das teilt der Flughafen in einem Presseschreiben mit. Wichtigster Wachstumsträger war die Fluglinie Germania, die ihr touristisches Angebot ab Friedrichshafen um mehr als 15% aufstockte. Für 2019 wird sie erstmals Ibiza und Sardinien direkt anfliegen. Auch die Regionalfluggesellschaft Sunair, die seit Juni 2018 als Franchise-Partner von British Airways die Strecke nach Düsseldorf bedient, trug zu den steigenden Passagierzahlen bei. Der Autozulieferer ZF aus Friedrichshafen hat für seinen Eco-Mover einen ersten Kunden gefunden.
Der französische Konzern Transdev wird den elektrisch betriebenen und in der Endversion autonom fahrenden Kleinbus kaufen. Transdev ist ein Spezialist für öffentlichen Personalverkehr und transportiert im Jahr mehr als 3,5 Milliarden Passagiere. Den Ego-Mover hat ZF gemeinsam mit der Hochschule Aachen entwickelt. Auf der heute in Las Vegas beginnenden Consumer Electronics Show stellten die Unternehmen ihre Partnerschaft vor. Die Serienproduktion des Fahrzeugs beginnt nach ZF-Angaben noch in diesem Jahr. Eigentlich wollte Ferhat Yavuz in seiner Heimat Syrien Medizin studieren. Dann kam der Krieg, er verlässt Syrien, arbeitet zunächst im Irak und kommt schließlich über die Türkei zu uns nach Deutschland. Heute lebt er in einer WG in Amzell im Landkreis Ravensburg und macht eine Ausbildung zum Krankenpfleger. Im Gespräch mit Alena Ehrlich und Marlene Gemp erzählt er von seinen Erinnerungen, seinen Wünschen, Zielen und dem Traum, vielleicht doch irgendwann noch einmal Medizin zu studieren. Mein Name ist Ferhat Yavuz, bin 25 Jahre alt, komme aus Syrien. Ich bin in der Stadt Aleppo aufgewachsen, aber ich komme ursprünglich aus Afrin. Habe 5 Geschwister. Meine Mutter also hat viele Sorgen. Also die denkt immer an die Kinder, also die sind draußen. Wir sind 3, also weg seit ungefähr 5 Jahren. Und ja, und sie macht sich immer viele Sorgen, wenn sie uns nicht hört und oder unsere Nachrichten, wenn sie alles nicht mitbekommt, dann ist es ein bisschen schwierig für die Mama. Ich wollte eigentlich Medizin studieren, das war mein Plan. Und dann habe ich mein Abitur, aber das Problem war, das Examen oder die Prüfungen, die Abschlussprüfungen waren im Krieg. Wir waren in der Halle, wir waren am Schreiben und draußen haben die Leute gekämpft. Deshalb hatte ich ein bisschen weniger Durchschnitt und konnte nicht Medizin studieren, aber ich habe mich trotzdem an der Uni angemeldet. Weil als Student darf man nicht Militärdienst machen. Letztendlich habe ich mir überlegt, okay, ich gehe weg und ich probiere woanders. Am Anfang war ein bisschen schwierig, ja, natürlich ganz andere Sprache, ja, andere Kultur und wir mussten uns ein bisschen anstrengen, bis wir halt ein bisschen in die Gesellschaft gekommen sind. Als wir nach Amzell umgezogen sind, dann kamen gleich die Leute und einer war die Frau Meier. Wir wohnen jetzt alle 3 zusammen hier. Die sind Deutsche und ich bin Syrer. Die sind Christen, ich bin Muslime. Aber wir wohnen trotzdem zusammen, ganz friedlich. Und wir essen zusammen und wir feiern zusammen. Und nachdem ich meine Aufenthaltserlaubnis bekommen habe, dann durfte ich den Sprachkurs besuchen. Ich habe mein Abiturzeugnis hier anerkennen lassen in Stuttgart und das wurde schon anerkannt, aber mit Durchschnitt 1,8. Und es ist ein bisschen schwierig, um Medizin zu studieren. Die beste Möglichkeit war, dass ich als Krankenpfleger anfange und dann schauen wir mal, wie ich weitergehen kann. Ich glaube, wir haben irgendeinen Beruf muss ich beherrschen, wenn ich eines Tages nach Syrien gehen will oder muss. Es bleibt immer die Heimat und muss man irgendwann zurückgehen. Aber die Frage ist, wann? Ich habe viele Freunde auch verloren, ja, im Krieg. Manche sind gestorben, manche, ich weiß nicht, überhaupt nicht, wo die sind jetzt. Wir wünschen halt, dass es irgendwann, dass die Leute in Ruhe leben können. Weit weg von Bomben und Raketen. Das ist halt die einzige Sorge jetzt.
Die Friedrichshafener Firma ZF hat den ersten Kunden für ihren autonom fahrenden Elektrokleinbus gefunden. E-Go People Mover heißt das Gefährt, an dem das französische Unternehmen Transdev interessiert ist. Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas stellten die beiden Firmen ihre Partnerschaft vor. Der Elektrobus soll im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt werden, zunächst noch mit Fahrer, später dann autonom. Wo die Busse fahren werden und wie viele bereits verkauft wurden, ist bislang nicht bekannt. Neue Chance fürs Hoftheater. Sigmaringen fehlt ein Kino. Diese Feststellung hört man regelmäßig, seit das Hoftheater 2015 aus Brandschutzgründen schließen musste. Nun könnte der denkmalgeschützte Veranstaltungsort wiederbelebt werden. Die Stadt Sigmaringen will die Städte in ihrer Kulturkonzeption berücksichtigen. Eine extern beauftragte Agentur soll zusammen mit Bürgern überlegen, ob und wie man die Räumlichkeit wieder nutzen könnte. Der Betrieb eines Kinos eignet sich laut Fürstenhaus, Eigentümer des Hoftheaters, eher nicht. Auch zu klären ist noch die Frage der Finanzierung. Laut Stadt könnte für die Sanierung des Hoftheaters ein siebenstelliger Betrag fällig werden. Kampf dem Pappbecher. Seit knapp 4 Wochen gibt es in Tuttlingen ein Pfandbechersystem für Kaffee. So sollen tausende Pappbecher, die im Müll landen, vermieden werden. Doch die Tuttlinger sind noch zurückhaltend. Viele würden immer noch den Pappbecher verlangen, heißt es von Gastronomen. Laut Stadtverwaltung landen in Tuttlingen wöchentlich 26.000 Pappbecher im Müll. Ausstellung zeigt Wahlplakate. Diese von verschiedenen Parteien aus mehreren Jahrzehnten können an den nächsten Wochenenden im Stadtmuseum in Mengen im Kreis Sigmaringen betrachtet werden. Die Ausstellung findet zum Kulturschwerpunkt des Landkreises Demokratie und Freiheit statt. Die Plakate zeigen den Imagewandel und die Slogans der Parteien und spiegeln gleichzeitig die sozialen und politischen Gegebenheiten ihrer Zeit wider. Neben der deutschen Frage steht das Frauenwahlrecht im Mittelpunkt der Ausstellung. Sie ist samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Für uns ist es wieder an der Zeit, einen Blick in den thematischen Rückspiegel zu werfen. Heute schauen wir mal, wie die Premiere des Films Eine Welt verpackt in Wangen angekommen ist. Und wir haben uns gefragt, was ist eigentlich aus den Castingkandidaten für Deutschland sucht den Superstar aus Friedrichshafen geworden? Hat es ein Talent aus der Region in die 16. Staffel geschafft? Großer Erfolg für Filmstudentin Hanna Österreich und ihren Kameramann Florian Steidl. Im Dezember hatten wir berichtet, dass ihr Studienabschlussfilm im Lichtspielhaus Wangen gezeigt wird. Mit diesem Zuschauerandrang haben die beiden damals aber nicht gerechnet. Mehr als 100 Menschen sind zur Premiere ihrer Dokumentation Eine Welt verpackt gekommen. Weil der ursprünglich vorgesehene kleine Kinosaal schnell ausgebucht war, wurde der Film schließlich im großen Saal gezeigt. In dem Film beschäftigt sich Hanna Österreich mit dem Thema Plastikmüll und trifft damit offenbar einen Nerv der Zeit. Eigentlich sollte der Film nämlich nur einmal im Wangener Kino gezeigt werden. Weil das Interesse an dem Film so groß war, wird er jetzt aber noch öfter im Lichtspielhaus in Wangen zu sehen sein. Ab dem 10. Januar wird der Film nämlich ins Programm aufgenommen. Am vergangenen Wochenende hat die 16. Staffel von Deutschland sucht den Superstar begonnen. Wie immer beginnt alles mit den Castings vor der Jury. Und mit dabei ist in diesem Jahr auch ein bekanntes Gesicht aus dem Vorcasting in Friedrichshafen. Lea Kalek aus Riedlingen. Im Hefler Casting Truck konnte sie Anfang September die Vorjury überzeugen. Und auch die nächste Hürde vor dem Fernsehcasting packte die 16-Jährige. Heute Abend wird sie in der 2. Castingsendung bei RTL zu sehen sein. Ob sie es in den Recall schafft, entscheidet dann die Jury um Dieter Bohlen und Co. Doch wenn sie so singt wie in Friedrichshafen, kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, den ich küssen und um den Finger wickeln kann. Wir sind zurück im Journal und wir haben Ihnen gestern in unserer Ausgabe vom Montag eine Pole-Dancerin namens Simone und ihre Idee vom eigenen Pole-Dance-Studio vorgestellt. Im zweiten Teil unseres Heldenländle-Highlights sehen wir, was die junge Frau motiviert, weiterzumachen und ob sie ihren Traum verwirklichen konnte. Chris habe ich kennengelernt über Facebook quasi. Ich habe mit Fürbühl angefangen vor ein paar Jahren und es ist sehr schwer, einen Trainer zu kriegen. Und er war dann in Bregenz im Festspielhaus für ein Engagement über den Sommer.
While I was here, I advertised that I would be teaching some classes. Während meiner Zeit in Bregenz bot ich auf Facebook Unterricht im Surville an. Simone war eine derjenigen, die damals zu einer dieser Stunden kam. Danach kam sie dann immer und immer und immer wieder. Am Ende stellten wir beide fest, dass wir auch in Zukunft miteinander arbeiten wollen. If something excites her or Wenn Simone an etwas Spaß hat, will sie diesen Spaß mit anderen teilen. Sie möchte, dass andere dieselbe Freude spüren wie sie selbst. Deshalb verdient sie alle Unterstützung dafür, die sie nur kriegen kann. Also zum einen finde ich es total faszinierend, wenn man Menschen helfen kann, die erst total schüchtern hierher kommen und Selbstzweifel haben und sagen, oh, ich kann das gar nicht, ich werde das nie können und so. Und die dann so weit aufzubauen und denen ja auch zum zeigen, guck mal, hier ist deine Grenze, aber du kannst die verschieben. So wie du bist, bist du in Ordnung und du kannst einiges. Ne? Also zu sehen, wie meine Polschüler zum Beispiel wachsen, das ist für mich einfach, da habe ich manchmal sogar Tränen in den Augen, wenn ich denke, guck mal, die kann das jetzt endlich und das funktioniert. Und dieses, die Leute auch zum zeigen, guck mal, du kannst an dich selber glauben, das klappt. Zusammen mal frustriert zu sein, wenn was nicht klappt, zusammen sich zum Freuen, wenn mal was klappt und diese Erfolgserlebnisse zum Teil, das finde ich einfach, das ist meine Motivation, die mich da weiterbringt, Tag für Tag. Wenn ich tanze, scheint es immer, als würde die Welt stillstehen. Im Alltag rast sie nur an einem vorbei. Aber wenn ich die erste Bewegung mache, fühlt es sich an, als würde ich mich in einer kleinen Blase bewegen und jemanden mit in diese Blase hineinzuholen, fühlt sich toll an, weil ich weiß, wir beide fühlen gerade genau dasselbe. Folge Heldenländle sehen Sie am Freitag 18.30 Uhr bei Regio TV Bodensee. Wir bleiben sportlich. Hier kommt unser Regiosport im Überblick. Bei der 5. Auflage der Ice Swimming German Open, den deutschen Meisterschaften im Eisschwimmen, hat Paul Bieber am vergangenen Wochenende 2 Titel eingefahren. Über 50 Meter Freistil und 50 Meter Brust holte der 35-jährige Extremsportler aus Röthenbach im Allgäu Gold. Über die 200 Meter Distanz musste Bieber nach der Hälfte des Rennens gesundheitsbedingt den Lauf abbrechen. Fenken ist Meister. Mit 2 Siegen am 4. und damit letzten Wettkampftag der 2. Bundesliga Südwest haben sich die Luftgewehrschützen des SV Fenken in Kronau ungeschlagen den Meistertitel gesichert. Damit stehen die Schützen aus Schlier im Relegationswettkampf zur 1. Bundesliga qualifiziert. Ein Sieg aus den letzten beiden Duellen hätte schon gereicht. Die SVF-Schützen ließen aber erst gar keine Zweifel aufkommen. Die Schwenninger Wild Wings haben das Kellerduell gegen die Grizzlies Wolfsburg mit 3:2 nach Penaltyschießen gewonnen, bleiben aber Schlusslicht der deutschen Eishockeyliga. Nur bei einem Sieg nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten hätten die Schwenninger den letzten Platz verlassen. Unterdessen zeichnen sich bei den Schwenningern erste personelle Änderungen für die neue Saison 2019-20 ab. So werden Mirko Höflin und Dominik Bittner den Verein verlassen. Höflin zieht es zum ERC Ingolstadt.
Unglaublich aber wahr. Nach wie vor fällt in einigen Gemeinden, vor allem im Landkreis Lindau, die Schule wegen Schnees aus. Eventuell sogar noch bis Ende dieser Woche. Hier kommen die Aussichten mit Corinna Buchau. Guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Zwischen dem Tiefdruckgebiet Benjamin hier über Polen und dem Hochdruckgebiet Angela über den britischen Inseln haben wir es weiterhin mit einer kräftigen Nordströmung zu tun. Der Wind ist nicht mehr ganz so flott unterwegs wie zuletzt. Dennoch kommt aus Norden kühlere und vor allem auch ziemlich feuchte Luft zu uns. Besonders an den Alpen stauen sich diese Niederschläge. Hier fällt kräftiger Schneefall. Ansonsten haben wir es auch häufig mit vielen Wolken zu tun. Es wird winterlich bis in die tiefsten Lagen, aber zum Beispiel hier entlang des Rheins ist es mit Höchstwerten von 4 Grad meist zu mild für Schnee. Hier fällt dann Regen und in den höheren Lagen des Schwarzwalds oder auch der Schwäbischen Alb haben wir Dauerfrost. Und auch am Bodensee ist es bis in tiefe Lagen winterlich. Ab und zu können sich noch ein paar Regentropfen dazu mischen, aber ansonsten bleibt es einfach trüb bei wenig Sonnenschein und Höchstwerten von bis zu 2 Grad. Und auch in den nächsten Tagen sehen wir die Sonne so gut wie nicht. Am Donnerstag und Freitag wird es sogar noch ein bisschen kälter. Maximal 1 Grad sind es am Donnerstag. Am Freitag bleiben wir im Dauerfrost und dazu gibt es immer wieder Schneefälle. Zum Wochenende bleibt es dann trüb und häufig nass. Es mischen sich dann häufiger Regentropfen dazu, denn die Temperaturen, die steigen an und in der neuen Woche sind dann Höchstwerte von bis zu 5 Grad drin. Das war's von Corinna und auch von mir. Wenn Sie möchten, kriegen Sie uns beide im Doppelpack morgen Abend wieder. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine rutschfreie Zeit und eine schöne Nacht. Bis bald.